bin hunted. Ich sag gleich, ich bin in der Nähe. Wieso bin ich dann hunted? Weil irgendwo in der Nähe von dir ein Mob ist? Ja. Aber du bist doch gar nicht da. Hier, Lemon sagt, Blacky ist der Player-Killer. Was für ein Killer? Blacky ist kein Player-Killer. Blacky ist nur auf der falschen Seite der Macht. So, ich mach nochmal einen Schnitt. Oh, ich hoffe nicht an dir. Ah, ich habe die richtige Taste wieder gefunden. Riecht wie im Puma-Käfig hier. Sabi fragt, so, nun klär mich mal auf, was hat der Blacky getan? Nix. Alles. Nix, gar nix. Was? Er baut zum Beispiel Gravel ab in einer Höhle und du stehst drunter. Ja. Lass, du wolltest in der City, sagst du, ne? Wenn du, wenn du dem Blacky folgst und läufst über eine Falltür, er macht sie auf, ne? Das kann ich jetzt nicht auf Falltüren. Wenn da ein Auto steht und er sagt, schieß mal auf das Auto, tu es nicht. Nein, das ist keine gute Idee. Im Übrigen kann man ein Auto jetzt auch mit einem Bogen explodieren lassen. Das macht zwar gar keinen Sinn, aber es geht trotzdem. Oh doch, das macht Sinn. Es gab Zeiten, da hat es gereicht, dass der Blacky im PS einfach drin war und du bist gestorben. Stimmt. Und man muss immer das Gegenteil machen, was Blacky sagt. Also wenn er sagt springen, dann bitte stehen bleiben. Wenn er sagt stehen bleiben, springen. Ja, am besten ducken. Oder auslocken. Aber nur so lange, bis er dann System erkannt hat. Dann musst du genau das Gegenteil tun. Es heißt, er musste ja nicht unbedingt auf das Auto schlagen, nur weil er es weg haben wollte. Wegkam wolltest du es? Nein, du hast gesagt, dass du mach es nicht mehr aufhauen. Dann mach es so, wie ich es gemacht habe, als ich in der Wüste mich da aufgebaut habe. Versenk das Auto einfach. Oh. Ich gehe hoch. Na doch was. Lass noch ein bisschen meckern. Das, was hättest du dann davon, beziehungsweise was hattet ihr alle davon, wenn dann einer mit mir Richtung Norden geht und der Rest, weil in der Stadt wird ja mal Schutz gebraucht, der Rest geht mit Lars in der Stadt. Was haltet ihr davon? Die Stadt muss Schutz geben. Nee, brauche ich keinen Schutz. Liebe Grüße an Avo von Star Trek. Hey, Star Trek, Grüße zurück. Also, da muss ein Missverständnis sein. Ich brauche in der Stadt bestimmt keinen Schutz. Jeder kann in der Stadt Schutz gebrauchen. Da willst du keine Ausnahme. Lars nicht. Ich bin da auch schon seit, weiß nicht wann jetzt unterwegs. Ja, du hast Glück gehabt, würde ich sagen. Haben wir den richtigen Punkt zum Reinkommen erwischt und dann konntest du durchgehen. Da oben los? Nee. Aber bei mir waren Zombies unterwegs, wo ich rein bin. Was ist denn da oben los? Da oben ist ein Zombie, der mal kurz die Wand einschlagen möchte, damit ich ihn wegschießen kann. Ich hab nur gesehen, dass die Klappen zugegangen sind. Ich hab ja, irgendwo damit noch sowas wie eine Fackel. Damit ihr nicht einen Zombie runterkriegt, der bleibt hier oben. Ich baue ja auch gerade schon fleißig die ganzen Bäder auseinander für das kaputte Glas dann. Aber da oben ist doch Wo bist du denn? Wer ich? Nee, ich guck gerade, wo Lars ist, weil er sagt da oben kommt einer rum. Ja. Nachricht. Mhm. Dankeschön. Nee, das ist das ist nicht WhatsApp. Leider weiter. Mach's gut. Bye bye. Bye. Ciao. Das ist, wenn ich einen Kommentar auf YouTube kriege, dann macht er mal. Wo? WhatsApp die gleiche. Bye bye muss total laut husten. Gerade noch schnell die Mute-Taste gedrückt. Hab ihn tot. Bitte das Loch nicht zustopfen, sonst kriegen wir die Zombies nicht tot. Ach, die da oben bist du. Ich hab ja auch eine Lampe an. Dauert voll lange, ist noch nicht mal 12 Uhr. Ja, ne, das ist schlimm. Deswegen war ich auch erst am überlegen, mit der weiteren Aufnahme jetzt zu warten, bis die Nacht rum ist. Aber hier wird ja auch viel Blödsinn gequatscht und da ist das dann wieder ganz lustig. Es wird kein Blödsinn gequatscht, das ist doch nicht wahr. Was machen wir mit einem kleinen Block, irgendwas Besonderes? Kannst du wegwerfen. Mit welchem? Ja, alles klar. Aber erhöht das nicht den Blockwert irgendwie in der Nähe? Ja, aber nicht gegen die Zombies. Nee, okay, alles klar. Wusste ich, ich wollte nur euer Wissen checken. Ich habe mir übrigens jetzt in den Kommentaren sagen lassen, dass diese billigen Spikes, diese ganz billigen, sind besser. Wieder deutlich besser geworden sind.
die sind absolut genial. Richtig schöne Popo-Stifte. Aber gehen schneller kaputt, oder? Nee. Nicht unbedingt? Die sind aber auch schneller repariert. Du stirbst leichter dran. Ich habe ja bisher immer auf die großen Dicken geschworen. Auch nach der Veränderung, wo alle drüber geschimpft haben, kann ich nicht sagen. Also bei mir wird eine Horde nach der nächsten kaputt, großartig kaputt gemacht. Also ich finde, da sollte ich man nur wenig Verluste. Da sollte man auf jeden Fall mal bei Battleshark LP reinschauen. Bei Battleshark? Dann ist er falsch, der ist nicht hier. Der ist nicht hier, aber ich fand's episch, wo er seine Stifte gesetzt hat. Alles gut? Mhm. Und wieder reingelaufen ist auch. Ja. Aber er hat es gut gemeistert mit der Horde. Bitte? Er hatte einfach einen Bug. Ich hab, wie ich die damals benutzt habe, da habe ich so richtig schön Teppich mit denen aufgelegt und da sind die mal einfach so durchgewandert. Das hat die Zombies überhaupt nicht gestört und da habe ich gesagt, die Dinger, die nutze ich nicht wieder. Oh! Nächstes Mal auf jeden Fall probiere, Stacheldraht auf den Boden legen. Weil die machen den nicht kaputt und gehen dabei drauf. Aha. Die erkennen die. Und wenn du wenig HP hast, stirbst du auch dran. Geht der Bug eigentlich noch immer, dass die Zombies nicht auf dem Stacheldraht draufhauen? Also ich glaube, die hauen drauf. Ich habe bei mir Stacheldraht mit an der Mauer dran und die hauen drauf. Hast du vor, hier so einen extra Raum zu machen, Shira? Also mir ist... ich will da runtergraben. Mir ist übrigens übertragen worden, dass Metmol einen Geburtstag diese Woche hatte und dementsprechend was Großes am Wochenende plant. Es könnte sein, dass der Beta-Alpha-Release kommt. Wollen wir immer singen? Happy Birthday, lieber Matt. Happy Birthday, Metmol. Was? Metwurst? Genau. Kann man ja wieder gucken. Da sind wir wieder beim Thema. Schwierig. Also es könnte sein, dass experimentelle Modus jetzt am Wochenende reinkommt für die Alpha 13. Jetzt haben wir hier gar nicht mehr so viel zu essen. Oder es kommt das Video, keine Ahnung. Ich denke nicht, dass ein großes nur das Video ist. Weil das ist ja nichts Großes. Ja, aber er hat geschrieben, er wollte noch ein Video machen. Ja, er macht sowieso noch ein Video. Ja gut, er kann das Video die Nacht auf den Tag bringen. Und Sonntag, ja, keine Ahnung. Die Pipe, die habt ihr hier für die Schmiede, ne? Hab ich schon mal reingelegt, ja. Avonako, ich habe eine Hose für dich. Sofort. Das sieht so unerotisch aus. Dann lass uns die Pipe nicht dort reinlegen, wo das Schmiedematerial drin ist. Dort habe ich dann... Bau ihm auch eine Hose aus Gras, das kratzt im Schritt. Das habe ich und Shira, kann ich dich mal bitten, deine Hose auszuziehen? Das sieht besser aus. Zumindest wenn du hier unten arbeitest. Dann bitte in gebückter Haltung, ne? Bitte. Hör mal kurz. Entschuldigung. Die Pipe für die Schmiede, die habe ich unter das Campfire im Schrank reingelegt. Ja, alles klar. Ja, dass wir die nicht versehentlich zu Scrap oder was verarbeiten. Wir waren abgelenkt. Ja, das habe ich gehört. Shira Schuh, mach's gut, bye bye. Shira, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Shira, wo wolltest du hin? Sie baut uns ein Schlafzimmer. Das hört sich jetzt falsch an. Zumal da können sich die Zombies ziemlich einfach durchgraben, ne? Müsli da. Ist gerade Müsli und aber man kann ja die Decke verstärken dann, bei Gelegenheit. Oder? Bei Gelegenheit, ja. Dann hol schon mal Beton. Ja. Die Abo, Max ist hart. Das ist gut, wir sind hier in einem Betonbunker und der schlägt den Beton da weg und gräbt sich da durch, der lustige Kerl. Moin Moin Schwabe, grüß dich, hi. Jo, moin. Aber schon vergeht die Zeit, du. Naja, das stimmt, das ist wirklich die Nacht, die dauert, auf was ist denn das eingestellt hier? 80 Minuten Tag. Wie viel? 80 Minuten am Tag. Ah, deswegen, okay, ich bin die 40 gewohnt. Ja, aber 40 kriegst du tagsüber nicht viel. Ja, das stimmt. Guck dir meine Anlage an. Ich krieg mir ja, das. Ja, aber ich hab den Tag. Übrigens, ich hab. Ja? Du, wir könnten die Zwischenwände hier wegnehmen. Die brauchen wir nicht. Stimmt. Ja, die wird im Bettenzimmer. Den Bunker massakrieren. Nee, im Bettenzimmer. Die einzelnen Schützen brauchen wir hier nicht. Achso, wer das. Ach, hier. Shira? Hier. Die Zwischenwände. Ja, okay, alles klar. Ich hab übrigens War das ein Flirten, Shira?
Dass du mich rübergerufen hast? Ah ne, okay, alles klar. Ich habe übrigens durch Zufall vor ein paar Tagen festgestellt, ihr wisst ja, dass ihr die Baumstämme ganz normal aufeinander stellen könnt. Ja. Und jetzt habe ich... Jetzt habe ich neulich zu weit gedreht, weil ich zu schnell gedreht habe. Die gehen jetzt auch quer. Ja. Und kannst du upgraden. Das finde ich gut. Ne, upgraden meine ich nicht. Du kannst die jetzt auch quer legen. Weiß, du kannst aber schon länger. Da kannst du dir ein richtig nettes Fachwerk ausbauen. Ja, das bin ich doch gerade bei. Ich habe bei mir, habe ich angefangen, so ein Alpen, so ähnlich wie ein Westernhaus. Ich habe ja erst meine Bunkeranlage gebaut, dann habe ich mir meine Farm gebaut und jetzt baue ich mir mein Wohnhaus. Und das ist so ein altes Westernhaus. Hier wird nur gekloppt überall. Ich höre die nur rumprügeln. Was nehmt ihr denn jetzt schon? Shira hat eine Aufgabe mit mir. Ja, ich sehe schon. Jetzt nehmen sie unsere Stützpfeiler auseinander. Ja, möge, dass der Bunker einstürzt. Jawohl. Der eine nimmt die Wand auseinander. Meint ihr das? Nein, den kannst du wegnehmen. Da passiert nichts. Das ist hier. Sollte zumindest nicht mit Beton, weiß ich gar nicht. Nicht, dass Shira mit mir begraben werden will. Ich sag nur, Schlafsack auf die Bibliothek. Ne, Moment. Ach, habt ihr das auch gemacht? Ja. Sehr schön, ist uns auch passiert. Nee, hat das Sinn gemacht? Ich hab's ja geschrieben. Ja. Einfach aufs Dach einen Schlafsack gesetzt und das ganze Haus ist eingestürzt. Du brauchst zwei Schlafsäcke und du hast die riesige Bibliothek komplett abgerissen. Eine Sekunde mal, Star Trek, von welchen Sternchen redest du? Heißt Chinchin, die Erdbeer. Aber nee. Immer, weißt du, was mir immer passiert ist? In der großen Bücherei hast du doch das große Loch in der Mitte. Da hab ich überall Woodframes reingesetzt und mir ist die Hütte auch oben eingestürzt. Ja, die haben ja das obere Etage ist weggebrochen dann. Das ist mir eben. Wo ist denn das passiert? In irgendeiner Bibliothek, aber ich glaube, das war ein Privatspiel. Hier ist Hartwig wird zensiert. Der beschwert sich gerade. Der schreibt was und dann kommen nur drei Sternchen. Der wird zensiert. Das liegt daran, dass er nur drei Sternchen schreibt. Dann hat er auch Shift und dreimal. Nein, vielleicht hat er auch Black geschrieben. Der Blacky. Der ist nicht zensiert. Hier sind jetzt ja überall Betten. Und das ist noch nicht mal belegt. Na so was? Na, nun schau dir mal das, diese Lumpen an. Keiner würde der frierenden Dame seine Hose geben. Diese Lustmolche. Bravo XY. Jetzt, ich seh's grad. Ich beobachte, wie die drei da hinten arbeiten. Ist das nicht schön? Shilan! Willkommen! Ich warte nur darauf, dass ihr alles mitmacht. Hallo Shilan! Hallöchen und auch dir. Ja, uns geht's gut. Was sagst du? Haben wir ja, Andi, der hat ein neues Headset, den geht's immer gut. Hat jemand noch einen Stein für mich? Ja. Der hat irgendwer die Klappe aufgelassen. Ja, einen kleinen. Danke. Was ist denn das hier? Ach, der Lars ist hier draußen. Ey, du musst ja Wache halten. Junge, wieder draußen hin. Ich guck mal, ob einer guckt. Lars guckt, ich geh zurück. Aha. Wo soll ich die gleich zwischenlagern? Wie, die Steine? Ja, die Fetten. Wenn du so zwischenlagern willst, dann legst du am besten bei der Apartment bei und das Campfire. Dann wissen wir, können wir nicht, sollten wir nicht kaputt machen. Mit Blut auf mich. So ich. Nein. Du hast mich mit Blut beschmutzt. Ja, dann duschen gehen. Eine Stunde noch. Übrigens würde ich unten die Dusche nicht kaputt machen, weil wir haben genug Sand um den Bunker, ne? Also nochmal. Lars, du kannst dich auch mit Sand irgendeiner die Dusche abschließen. Ein kleinen Tipp mal bitte. Ihr solltet nicht alle Stützsäulen wegmachen. Ah, okay, alles klar. Weil ich weiß wirklich nicht, wie jetzt der Beton. Ich habe mit dem Beton als Decke noch nicht gearbeitet. Ich weiß nicht, wie da die Statik ist. Ja. Kannst du es ruhig abbauen? Blacky hat nichts gesagt dazu. Ich glaube 9x9 oder 10x10. Also 8x8. Ja.
Also jetzt nichts mehr abbauen, Blacky hat gesprochen. Ja. Also, ist das Leute im Chatten begrüßen, ja, weil die Leute schreiben was und ihr antwortet gar nicht drauf. Ist das dann normale Beton? Das ist der Bunker. Ist das noch der normale Stahlbeton? Gut, nee. Bei Stahlbeton ist es, glaube ich, 10x10, wie es bei Konkret ist. Kann 6x6 oder 7x7, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also 5x5 wahrscheinlich. Also, die Wurzeln sind ja schon 5x5. Ja, Star Trek, ich spiele auf meinem Server.